So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar ist es von Asus das ROG Maximus 13 Apex. Das legendäre Board mit Z590 Chipsatz kehrt zurück. Wenn es euch darum geht, wirklich das Maximum an Leistung mit enorm hohen Taktraten rauszuholen, dann ist hier das Apex-Board wahrscheinlich für die meisten Intel-Fanboys der wahre Overclocking-Himmel. Also das Ding ist einfach bis an die Zähne bewaffnet mit Features. Wenn ihr wirklich das Maximum aus eurem i9-11900K rausholen wollt, der ja so schon nicht günstig ist, dann ist, denke ich, so ein 450-Euro-Board hier an der Stelle gar nicht mal so absurd. Und ich denke auch vor allem ja als Statement und natürlich für euch, die wirklich damit LN2 Overclocking betreiben wollen, würde mich einfach mal interessieren, wer das hobbymäßig vielleicht wirklich macht. Also richtig Extreme Overclocking bei sich im Keller vielleicht mit Stickstofftank. Vielleicht werde ich in der Zukunft mal die Gelegenheit bekommen, ein bisschen mit LN2, also Flüssigstickstoff oder Helium, zu übertakten und mir vielleicht von dem einen oder anderen Profi ein paar Tipps geben lassen, aber im Moment bin ich mit den alltagsorientierten Overclocks vollkommen zufrieden und ihr seht schon, es steckt bereits eine CPU im Sockel und es ist der i5-11400F und entsprechend ist das die günstigste Intel-CPU der 11. Generation, also dieser kleine Rocket Lake 6-Kerner war definitiv nicht dafür bestimmt, hier auf so einem High-End-Board Platz zu finden. Nichtsdestotrotz hat es mich interessiert, was hier mit dem Memory Controller alles möglich ist. Denn diese CPU hat mich knapp 160 Euro gekostet, Arbeitsspeicher-Overclocking zulässt und das Apex Board ist, ja, was das Thema angeht, wohl der King. Unangetastet mit zwei Memory Slots ist das Ganze wirklich auf maximale Leistung getrimmt und ja, dieses Board als solches. Ich würde es natürlich niemandem empfehlen, mit einem i5 zu betreiben. Es ist natürlich dafür gemacht, mindestens einen i7, aber am besten den i9-11900K bis ans Limit zu prügeln und unter LN2, also unter Flüssigstickstoff oder sogar Helium gekühlt, betrieben zu werden und entsprechend von Hardcore-Overclockern die Rekorde rauszubrettern. Und dazu ist dieses Board hier definitiv in der Lage. Wir schauen uns das Ganze heute etwas genauer an. Werden entsprechend auch diese Heatsinks demontieren, denn darunter verbirgt sich ein 18-Phasen-Layout. Ja, und es ist echt verdammt schwer. Ich muss es wirklich ablegen. Das ist man heutzutage in den seltensten Fällen gewöhnt, dass ein Board so schwer ist. Und das Maximus 13 Apex wird seinem Namen einfach in allen Punkten gerecht. Ja, Leute, das Asus ROG Maximus 13 Apex liegt so zwischen 450 und 500 Euro und ist damit trotz des Ultra-High-End-Standards, das es eben an den Tag legt, nicht das teuerste Z590-Board am Markt, aber definitiv einer der spektakulärsten. Es ist entsprechend explizit für Hardcore-Overclocker und
ich denke, über dem Enthusiastenstandard ja, ein bisschen drüber hinweggehoben. Denn für den Alltagsgebrauch, ja, für ganz normale Desktop-PCs mit einer AIO oder Luftkühlung im herkömmlichen Sinne, ist dieses Board hier schlicht und ergreifend nicht gedacht. Ja? Dafür hat es einfach zu viele Feature, wie Temperatursensoren, unglaublich viele Möglichkeiten, hier Spannungen auszulesen und entsprechend Limitierungen aufzuheben. Wir haben die Möglichkeit, SLI zu betreiben, einen zusätzlichen 6-Pin für die PCIe-Stromversorgung, also auch hier für Multi-GPU-Setups und Overclocking. Ja, für die Rekorde ist dieses Board hier gedacht worden. Und genauso auch mit dem Arbeitsspeicher haben wir lediglich zwei DIMM-Slots auf diesem Board verbaut. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie minderwertig ausgestattet ist. Nein, das ist ein Qualitätsmerkmal hier in diesem Bereich, denn mit zwei DIMM-Slots, ja, ähnlich wie bei kleinen ITX-Boards, wo eben nur zwei Stück vorhanden sind, ist die Signalstabilität, ja, von dem Arbeitsspeicher deutlich besser, dadurch, dass eben nur zwei DIMMs an den Sockel der CPU angebunden sind und entsprechend auch die Leiterbahnen direkt verlaufen. Und wenn man sich die ganzen kleinen ITX-Boards anschaut, ja, dann sind dort tatsächlich meistens die gesamten Arbeitsspeicher-Overclocking-Rekorde aufgestellt worden. So. Das Apex-Board macht sich genau das zunutze, hat entsprechend zwei DIMM-Slots und gibt an, dass wir hier mit bis zu 5333 MHz hier tatsächlich den Arbeitsspeicher übertakten können. Ich habe mir mal die QVL angeschaut, also die Qualified Vendor List auf der Seite von Asus, und dort sind tatsächlich, ich glaube, vier Kits mit bis zu 4800 MHz im XMP gelistet. Also rein technisch gesehen, die Teile, die dort aufgeführt sind, sind soweit bestätigt. Das heißt, ihr haut hier den Arbeitsspeicher rein, haut das XMP-Profil rein und dann dürfte das Ganze schon bereits laufen. Das Board als solches, ja, ist echt ziemlicher Overkill. Ja? Und obwohl es entsprechend für LN2-Overclocking und Hardcore-Enthusiasten gedacht ist, eignet es sich nichtsdestotrotz auch für den normalen Desktop-Betrieb. Keine Frage. Und dafür sind hier eben auch sehr viele Gaming-Feature mit integriert, die dieses Board auch für leidenschaftliche Overclocker und Enthusiasten ganz im Heimanwenderbereich trotzdem eignen. Wir schauen uns mal ganz kurz hier das I/O-Shield an und da sehen wir schon, trotz High-End sehen wir die PS2-Anschlüsse. Die haben einen ganz einfachen Grund. Die sind nämlich nicht so kälteempfindlich wie die USB-Ports, wovon es hier aber definitiv nicht mangelt. Wir haben hier viermal blau die USB 3.0 Schnittstellen hier, viermal rot die USB 3.1 Schnittstellen und dann hier entsprechend zweimal USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gigabit pro Sekunde und der USB-C entsprechend mit 20, ist nämlich ein USB 3.2 Gen 2, also Gen 2 mal 2. Die sind jetzt mit Z590 entsprechend durch den Intel-Chipsatz nativ unterstützt und finden eben auf den meisten Z590 High-End-Boards Platz. Audio-Sektion hier auch vernünftig ausgestattet, denn ja, wie bei Asus typisch, entsprechend hier als ROG-Mainboard auch mit einer sehr, sehr guten Audio-Sektion ausgestattet und Wi-Fi 6E sogar. Ja. Wir haben hier nämlich das brandneue AX210 und 2,5 Gigabit LAN und ein BIOS Flashback Clear CMOS Button haben wir auch soweit vorhanden. Wunderbar. Und ja, das größte Highlight hier dieses Boards ist definitiv die Kühlvorrichtung, denn wir haben hier eine Heatpipe, die komplett um den Sockel rumgeschlagen ist. Das heißt, von dem oberen Teil, ja, die Spannungswandler hier drunter, bis hier nach unten in einem schönen L um den Sockel umgeschlagen. Und was sich hier drunter verbirgt, schauen wir uns gleich etwas genauer an. Aber wie ich schon anfangs gesagt habe, es sind tatsächlich 18 Phasen. Ich tippe mal, dass es 16 plus 2 sind. Es sind virtuelle Phasen, das heißt, Asus ist sehr, sehr stolz auf deren doppelbelegte Phasen, vermute ich zumindest mal. Und auf der Seite von Asus steht, dass hier 90 Amp Power Stages verbaut sind. Welche? Schauen wir uns natürlich gleich an, inklusive PWM-Controller, damit wir das Ganze validieren können, dass es sich hier
eben um keine 18 realen Phasen im herkömmlichen Sinne handelt. Aber das spielt gar nicht zur Sache, denn wir haben hier einfach 90 Amp Power Stages und insgesamt 18 MOSFETs verbaut. Das ist einfach nur brachial, was hier Asus auf das Apex 13 draufgeschnallt hat. Und das Heatsink, ja, das ist mehr als massiv genug mit genug Oberfläche, als dass es hier, egal ob einem 8-Kerner oder dem i9-10900K als 10-Kerner der 10. Generation, bis zum Anschlag unter Flüssigstickstoff entsprechend betreiben kann. So, was ich hier an der Stelle nochmal ganz klar hervorheben möchte, unter diesem Heatsink, das hier einmal um den gesamten Sockel geschlagen ist, verbirgt sich hier drunter eine M.2 SSD. Diese ist entsprechend mit PCIe 4.0 an die CPU angebunden und entsprechend hier drunter die nächste M.2. Die ist entsprechend mit einem Intel der 11. Generation entsprechend auch mit PCIe 4.0 unterwegs, teilt sich jedoch mit dem oberen PCIe mal 16 Slot entsprechend die Lanes. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel zwei M.2 SSDs mit PCIe 4.0 betreiben wollt, dann muss euch bewusst sein, dass hier entsprechend der PCIe mal 16 Slot auf 8 Lanes runtergebrochen wird. Ist daher jetzt von der Priorität her der oberste Slot, ja, gehen wir später nochmal drauf ein, den solltet ihr zuallererst belegen, dann den Slot und dann habt ihr hier noch zwei weitere M.2 Steckplätze auf dem sogenannten DIMM.2-Slot. Das ist nämlich kein Arbeitsspeicher, nein, das ist tatsächlich ein Modul. Ja, das steckt hier ähnlich wie der Arbeitsspeicher selbst entsprechend drin, hat aber insgesamt zwei M.2 Steckplätze und ich habe mit dem DIMM.2-Modul damals mit dem Crosshair 8 Impact, ich glaube so hieß es, auf jeden Fall unter X570 und AMD entsprechend einen ziemlich krassen RAID-Rekord aufgestellt gehabt. Damals mit der Corsair MP600 lässt sich hier entsprechend das Ding mit PCIe 3.0 Geschwindigkeit, nicht PCIe 4.0 Geschwindigkeit betreiben. Das heißt, zwei zusätzliche Slots, aber keine PCIe 4.0 Geschwindigkeit. Ja, 4.0 wird lediglich auf den beiden unterstützt, 3.0 mit dem DIMM.2-Modul, aber zwei zusätzliche M.2 Steckplätze. Also da sagt man nicht nein. Und was natürlich auch richtig krass ist, sind die 8 SATA-Steckplätze, die hier sehr, sehr kreativ von Asus an der Seite von dem Board implementiert wurden. Und ich blende es euch einmal kurz ein. Man sieht auch tatsächlich, man kann alle 8 Slots mit den beigelegten Kabeln betreiben. Also die sind sich nicht irgendwie in der Form im Weg, sondern sehen sogar sehr, sehr interessant aus, wenn man die Kabel so schön übereinander flechtet. Also mal ein bisschen was anderes, Innovatives hier von Asus und mit dieser kleinen Acrylscheibe, die hier an der Seite in dieser Aussparung sich befindet, lässt sich das Ganze mit den LEDs hier noch zusätzlich ausleuchten und bei Bedarf, ja, in der Zukunft auch hier mit wechselbaren Platten kreativ umgestalten. Ja Leute, ich bin gerade schon ein bisschen auf das vorherige Apex drauf zu sprechen gekommen, und zwar das Apex 12, ja. Dieses hatte insgesamt 16 Phasen, damals noch mit 70 Amp Power Stages gehabt, insgesamt 8 reale Phasen, also 16 MOSFETs, ja, 16 virtuelle Phasen und 8 reale Phasen dann in der Praxis in einem 7+1 Layout, das heißt 14 für die CPU-Spannungsversorgung und 2 für die SoC. So war das damals in dem Vorgänger geregelt und hier jetzt entsprechend mit 18 90 Amp Power Stages haben wir bei dem Apex 13 entsprechend zwei zusätzliche Phasen, die der CPU zugutekommen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, welcher PWM-Controller hier zum Einsatz kommt. Ja, wenn wir uns aus der Z590-Reihe das Maximus 13 Hero anschauen, dieses ist ähnlich aufgebaut wie das vorherige Apex, entsprechend mit 16 Phasen, also 14+2, virtuelle Phasen und dementsprechend etwas konsumentenfreundlicher aufgebaut, also nicht so der Ultrafokus auf dieses LN2 Hardcore Overclocking gelegt wie hier bei dem Apex, ist aber preislich ähnlich orientiert. Dementsprechend würde ich ganz klar sagen, wenn ihr einen ganz normalen Rechner haben wollt, vielleicht einen moderaten Overclock und nicht Rekorde jagen wollt, eher das Maximus nehmen, das ist dann entsprechend
ja, mit 4 DIMM-Slots, also 4 Arbeitsspeichersteckplätzen ausgestattet und dieses hier entsprechend, ja, für alle, die etwas verrückter unterwegs sind. Preislich nimmt sich das nichts, ja, man muss einfach nur wissen, was man will. Beide Boards sind auf jeden Fall ziemlicher Overkill, aber ich denke, jedem Mitglied der Republic of Gamers dürfte das bereits im Vorhinein klar gewesen sein. Den Rest schauen wir uns gleich, ja, etwas genauer in der Nahaufnahme an, dann sehen wir uns gleich. So Leute, schauen wir uns das Board mal jetzt hier ein bisschen in der Nahaufnahme an und gehen auf die einzelnen Feature ein. Ja, wir haben hier oben entsprechend 2x8-Pin Stromversorgung für die CPU. Das ist natürlich, ja, für euch, die den Prozessor hier wirklich bis ans Limit übertakten wollen, definitiv nicht schlecht, hier ein bisschen Backup zu haben. Also reichen wird es auf jeden Fall allemal. Und wir sehen auch hier oben entsprechend für die 2 8-Pins so einen Jumper und dort wird entsprechend die Limitierung der Spannung hier aufgehoben. LN2-Mode, ja, ist hier an der Stelle, ja, nur für Leute, die wirklich wissen, was sie hier tatsächlich tun. Ansonsten, ja, relativ normale Feature jetzt hier. 3 4-Pin-Lüfteranschlüsse und ja, trotz Hardcore-Overclocking-Board insgesamt 3 RGB-Anschlüsse tatsächlich. Davon, ja, ein 4-Pin und 2 3-Pin-Anschlüsse. Ein Postcode, also an der Stelle, ja, zum Overclocken eigentlich unerlässlich. Wir können das Ganze wie ein Benchtable entsprechend hier direkt über den Startknopf anschmeißen. Das heißt, wir müssen es noch nicht mal richtig in einem Gehäuse verbaut haben und irgendwelche Sachen verkabeln, sondern direkt, ja, ohne Kabellage loslegen. Memory Retry Button und einige Switches hier mit Möglichkeiten, hier Spannungen auszulesen. Aber ja, in dem Bereich kenne ich mich einfach nicht gut genug aus, als dass ich hier irgendetwas davon wirklich richtig nutzen könnte. Dann des Weiteren einen USB 3.2 Gen 2x2 Gehäuseanschluss für USB-C. Ja, definitiv einen Feature, das im Jahre 2021 bei Premium Boards nicht fehlen darf, und ein weiterer Lüfteranschluss. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, insgesamt 8 SATA-Anschlüsse hier in einem sehr, sehr stylischen und innovativen Design von Asus in das Board integriert. Ja, der Chipsatzkühler, den schauen wir uns gleich an, zumindest was sich darunter verbirgt, denn dieses Board wiegt einfach so unglaublich viel. Hier unten USB 3.0. Und ja, hier ist unsere Gehäusesektion, ja, unsere I/O-Anschlüsse mit dem praktischen Connector von Asus, wo man das Ganze alles vorverkabeln kann und dann mit einem einzigen Teil hier mit dem Board verbinden kann. Ja, wir haben hier auch zusätzlich einen BIOS-Switch und mehrere Lüfteranschlüsse, wobei ich hier ganz klar darauf hinweisen möchte, dass Asus nicht ohne Grund hier diese Lüfter farblich anders gekennzeichnet hat als die anderen schwarzen Lüfter. Denn die werden hier teilweise mit sehr, sehr hohen Spannungen betrieben, entsprechend mit maximaler Umdrehungszahl und sollten nicht an normalen Gehäuselüftern verwendet werden. Dafür habt ihr hier aber nochmal 2 weitere Gehäuselüfteranschlüsse. Und ja, hier sehen wir schon für euch Verrückte noch mehr Switches, noch mehr Barrieren, die hier von Asus überbrückt werden können. USB 2.0 Anschlüsse habt ihr hier auch entsprechend eine gute Reihe von, ja, 3 Stück hier an der Zahl. Und einen weiteren RGB-Anschluss, 3-Pin. Audio-Sektion haben wir auch. Und was ihr hier seht, ist ein 6-Pin-Anschluss, der entsprechend der PCIe-Stromversorgung, also den Anschlüssen hier eben zusätzlich Saft zur Verfügung stellt, wenn es wirklich um SLI und Overclocking mit mehreren Grafikkarten geht. Denn ja, dieses Board unterstützt SLI und das sieht man heutzutage relativ selten, einfach weil SLI mehr oder weniger am Aussterben ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es einige Verrückte von euch, die entsprechend nach den Overclocking-Rekorden aus sind und nicht davor zurückschrecken werden, hier ein Multi-GPU-Setup umzusetzen. Anzumerken ist, ja, wir haben hier zwar 2 PCIe mal 16 Slots, davon ist aber einer
direkt mit 16 Lengths angebunden, der andere mit 8. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Karten im SLI laufen haben, dann ist eben der obere mit 8 und der hier entsprechend auch mit 8 unterwegs. Solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, das hat aber nichts mit dem Board, sondern eher mit dem Chipsatz Z590 zu tun. Was ich ganz schön finde, die Clear CMOS Batterie können wir natürlich auch ganz einfach und manuell hier die Batterie auch rausnehmen. Alles kein Problem. Das, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass das Board entsprechend wirklich mit LN2 Overclockern im Hinterkopf designt wurde. Ja, schon seit jeher. Das Apex Board ist eben das Ultra High-End Board für Overclocker. Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, die zwei Arbeitsspeichersteckplätze haben hier ihre Begründung und das M.2 Heatsink, ja, wäre für LN2 Overclocker vielleicht zu einem Problem geworden. Denn wenn ihr hier euren Kühler draufhaut, die Dinger nehmen enorm viel Platz ein. Wenn ihr dann noch zusätzlich einen Stickstoffkühler auf der Grafikkarte habt, ja, dann wird es eng hier mit so einem gigantischen Kühlkörper. Und genau deswegen hat Asus sich hier ein Setup ausgedacht, das mit lediglich zwei Schrauben, ja, direkt benchfähig modifiziert ist. Ja, denn dann könnt ihr einfach hier das Heatsink von der M.2 abnehmen. Ja, und dieses Apex Heatsink, das Ding ist echt ein Brecher, hat zusätzlich noch einen Layered Wärmeleitpad, also hier wirklich sehr hochwertige Wärmeleitpads im Einsatz. Und schon habt ihr hier ordentlich viel Platz. Ja, und auch hier lediglich drei Schrauben lässt sich easy lösen. Und darunter verbirgt sich entsprechend der nächste Slot. Ja, und hier ein weiteres Layered Wärmeleitpad. Und der zusätzliche Kühlkörper entsprechend für den Chipsatz selbst. So, als nächstes wollen wir uns natürlich hier das gigantische Heatsink rund um den Sockel hier vornehmen. So, wir haben jetzt insgesamt 9 Schrauben gelöst. Oh, tatsächlich lässt sich das Ganze ohne Probleme lösen. Und hier sehen wir die gesamte Konstruktion. Also das ging wirklich kinderleicht, ja. Also es liegt gut auf und das Layout ist natürlich pervers. Aber was ich sehr schön finde, ist natürlich für LN2 Overclocker, die das Ding hier täglich demontieren müssen, in manchen Fällen sogar, und zum Beispiel bei Kondensation den Bereich hier schön trocken halten müssen, ja, dann wird das Ding wahrscheinlich abmontiert. Und das ging wirklich einfach. Ja, und die MOSFETs, seht ihr hier sehr gut, sind auch in den Kühlkreislauf wirklich wunderbar mit eingebettet. Also ich kenne das von vielen Boards, dass man wirklich alles demontieren muss und das IO-Shield abmontieren muss, um wirklich das Heatsink abzubekommen. Und hier war das wirklich ein Kinderspiel. Da sieht man, dass es von und für Overclocker designt wurde. Ja, und hier seht ihr die MOSFETs und es sind eben die berüchtigten ISL 99390. Ja, 90 Amp Power Stages. So sehen die Dinger aus. Ja, und wir zählen mal zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 MOSFETs. Ja, Leute, mit dem Interseal PWM Controller, ja, der ISL 69269, ist in der Lage, bis zu 12 Phasen zu unterstützen. Und dementsprechend, ja, sind es hier zwar insgesamt 18 Phasen hier, plus die zwei in dem unteren Bereich, entsprechend 8 reale Phasen, also mit insgesamt 16 MOSFETs für die CPU-Spannungsversorgung, 2 MOSFETs für die SoC. Ich denke, selbst passiv mit den 90 Amp dürfte das Ganze selbst mit dem 10-Kerner hier keinerlei Probleme machen. Also das Ding hier wird es, denke ich, mit jeder CPU-Konfiguration aufnehmen können. So, Freunde, jetzt haben wir herausgefunden, was sich hier unter den Heatsinks des Apex-Boards verbirgt. Und das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Es ist eines der besten VRAM-Layouts. Und die Tatsache, dass das Team von Asus schon seit jeher eben mit dem Apex-Board die Weltrekorde fährt, ist hier an der Stelle nicht zu unterschätzen, denn es bringt nicht so viel, ein High-End-Board zu machen, das dann nicht, sagen wir, die nötige Optimierung erfahren hat, ja, oder die notwendigen Feature, um dann tatsächlich als LN2-Overclocker wirklich alles geboten zu bekommen, was das Herz begehrt.
Und dementsprechend, ja, weiß ich, dass es von, ich glaube, Gigabyte das Z590 Tachyon oder so gibt. Und dieses hat 12 Phasen mit je 100 Amp Power Stages. Das ist natürlich auf dem Blatt Papier erstmal ein Größenvergleich, denke ich, schon krass, ja, was hier gefahren wurde. Aber die Frage ist, kann das Apex-Board sich gegen den Tachyon behaupten? Und ich denke, bei 90 versus 100 Amp Power Stages ist der Unterschied inzwischen schon so gering und die Leistung, die ich hier ein Prozessor von so einem Board abverlangen kann, in Relation zu diesen Power Stages schon nahezu so irrelevant, dass hier das Asus Apex Board hier auf jeden Fall definitiv abräumen kann und einfach eine Menge mit sich bringt. Wenn ihr wisst, dass dieses Board genau das ist, was ihr haben wollt, ja, dann wisst ihr bereits jetzt schon, dass ihr es euch holt und dass hier die 450 bis 500 Euro keine Grenze sind, vor der ihr zurückschreckt. Entsprechend, ja, das Board ist hammermäßig verarbeitet, ist ausgestattet bis an die Zähne mit Overclocking-Featuren und hat ein wirklich beeindruckendes VRAM-Layout. 18 Phasen hier an der Stelle sind definitiv eine Ansage. Wie gut sich damit der Arbeitsspeicher tatsächlich übertakten lässt, ja, schaut euch auf jeden Fall das kommende Video zu dem i5-11400F an. Ich bin gespannt drauf, ihr hoffentlich auch. Und bis dahin danke ich euch fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV. Bis dahin Gaming Fitness. Let's see you on GaxTV.